So, zwei, drei. Jo. Zwei, drei. Hier entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten über 2,5 Etagen auf einem Grundstück von 1200 Quadratmetern mit knapp 660 Quadratmetern Wohnfläche mit Parkplätzen für jeden Anwohner. Und das Wichtige hier ist auch so die energetischen Maßnahmen mit. Also das Gebäude ist dann auch schon ausgerichtet mit einer Luftwärmepumpe, mit Solar auf dem Dach und auch für die Nachhaltigkeit auch Wallboxen zum Laden der eventuellen E-Autos. Alles gegeben, zentral hier in der Dorfmitte. Ein, wie wir finden, wunderschönes Gebäude. Ja, also für die Zukunft gebaut. Richtig, für die Zukunft gebaut. Und das ist auch ein Bekenntnis zu Erzen, zum Standort Erzen? Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Erzen. Wir haben uns entschieden, an diesem Standort und auch an verschiedenen Standorten noch im Landkreis Hameln-Pyrmont Flagge zu zeigen und auch weiterhin zu unserer Region zu stehen. Welche Standorte wären das noch? Können Sie da schon was sagen? Also Spatenstich hier in Erzen haben wir heute getan. Wir bauen zurzeit schon in Emmertal ein 14-Familienhaus, 14-Parteienhaus. Und wir werden in den nächsten 14 Tagen auch den Spatenstich in Bad Münder machen. Da bauen wir ein Wohn- und Geschäftshaus auch. Und da ist die Besonderheit halt, dass wir da für die Sparkasse, für unsere Mutter, da ein Beratungszentrum mitbauen und zusätzlich noch 8 Wohneinheiten da auch schaffen. Das soll es in Kürze erstmal gewesen sein. Ich denke, vielleicht hat unser Partner dann, Herr Busche, noch was zu ergänzen, ist die Frage. Ja. Herr Horstmeier hat ja schon die wesentlichen Eckpunkte genannt. Es entsteht hier ein 8-Familienhaus, also wie gesagt mit 8 Wohnungen, alle mit einzelnen großen Balkonen, Fahrstuhl, behindertengerecht, altersgerecht ausgebaut. Die ganze Planung läuft schon etwas länger. Eigentlich sind wir mit Herrn Horstmeier seit 2 Jahren in Verhandlungen über dieses Projekt. Wir selber sind schon seit Ende 2016 hier mit beschäftigt. Wir hatten 2016 dieses Gebäude hier hinter uns gebaut und seitdem sind wir eigentlich mit der Gemeinde schon in Verhandlungen über dieses Grundstück und mit der Bebauung, was aber auch immer wieder einige Probleme gab mit der ganzen Gestaltung und so weiter. Aber letztendlich hat es sich jetzt doch so ergeben, dass dieses Gebäude hier gebaut wird. Und wir sehen ja auf dem Foto hier, wie es geplant ist. Wir hoffen und sind auch sicher, dass es ein sehr ansprechendes Gebäude wird und sich in der ganzen Umgebung hier auch gut einpasst, dass hier auch die ganzen Bewohner von Erzen damit eigentlich sehr zufrieden sein können.